Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute gehen wir ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und zwar machen wir so ein bisschen ein Morning Mobility Stretching, nicht Workout, sondern eigentlich eher eine Session. Ich probiere das bei etwa 10 Minuten zu behalten, dass ihr das wirklich entweder am Morgen machen könnt, um so ein bisschen fit zu werden oder auch am Abend zum ins Bett zu gehen. Und ich würde sagen, wir fangen gerade an. Ich hoffe, ihr habt etwas Bequemes an, vielleicht sogar nah oder schon das Bischi. Das langt vorig. Ihr werdet nicht gross ins Schwitzen kommen. Also, ich würde sagen, ihr stellt euch auf eure Matte, wenn ihr eine habt. Und wir starten von da aus zuerst mal einfach mit Ein- und Ausatmen. Also, wir kommen mit den Armen hoch, einschnaufen und ausschnaufen. Und kommen wir ab. Probieren ganz tief ausschnaufen. Und wieder ein. Und wieder aus. Machen das mal drittes Mal. Ganz gross machen. Und aus. Von da aus können wir gerade eure Arme falten. Und wir tun uns so ein bisschen von rechts nach links schaukeln lassen. Die Füße haben wir in einem hüftbreiten Stand. Und stellt euch so ein bisschen vor, ihr seid wie ein Baum, der so ein bisschen im Wind vor sich anschaukelt. Also richtig schwer machen. Ihr könnt mit den Armen machen, was ihr wollt, was sich für euch gut anfühlt. Und einfach so ein bisschen richtig in die Erde hineinziehen lassen. Und euch schwer machen. Gut, wir kommen von da aus Wirbel für Wirbel drauf und machen euch mal so lang wie nur möglich. Genau. Gut. Wir kommen durchab. Ihr dürft den Boden berühren mit euren Händen und machen einen Schritt nach hinten. Die Hände dürfen wir innen am Fuß nehmen. Der Fuß kommt auf die Seite raus und ich probiere da mal die Hüfte zu öffnen. Nehmt euch die Zeit da, müsst überhaupt nicht pressieren und einfach probieren dazu die Hüfte so ein bisschen im Boden reinzudrücken. Wenn euch das schon ein bisschen zu streng ist, könnt ihr den hinteren Fuß auch ablegen und bleiben in dieser Position. Gut, auch hier wieder tief ein- und ausschnaufen. Wechseln. Wir nehmen das Bein nach hinten und kommen mit dem rechten Bein nach vorne. Es ist gut möglich, dass ihr spürt, dass sich die eine Seite etwas angespannter anfühlt. Völlig normal. Probiert es immer so ein bisschen nicht zu werten, sondern einfach zu spüren. Und das, was ihr spürt, das ist völlig okay. Auch hier wieder tief ein- und ausschnaufen. Setzt beide ab. Kommt auf euer Mäntel. Das Gesäß könnt ihr auf die Fersen setzen. Und ich tue euch von da aus mal ganz fest strecken. Den Kopf könnt ihr ablegen. Und auch hier wieder tief ein- und ausschnaufen. Und jetzt könnt ihr probieren, euer Gesäß auf den Fersen lang, aber ihr lauft langsam mit euren Händen zur Seite. Die Brust bleibt auf den Oberschenkel und einfach so weit, dass ihr da eine Dehnung im seitlichen Rumpf spürt. Wieder tief ein- und ausschnaufen. Und sobald ihr merkt, dass es ein bisschen nachlässt, kommt ihr einfach noch ein bisschen mehr zur Seite. Genau. Dranbleiben. Es ist gut möglich, dass das ein bisschen zittert.
Zuerst in die Mitte und oben. Fein laufen, kleine Schritte machen. Spüren, schauen, dass die Hüfte auf beiden Fersen bleibt. Probieren nach wie vor so tief ein- und ausschnaufen wie möglich. Nach ein bisschen zur Seite, wenn es geht. Macht euch lang. Wir nehmen die linke Hand am Boden und die rechte Hand am Oberschenkel. Und ihr dreht euch leicht zur Seite, einfach so, dass es für euch angenehm ist und dass es die Brustbeine geöffnet hat. Also ihr könnt nach hinten schauen und nicht irgend so etwas machen, sondern wirklich öffnen. Genau. Wir machen das Gleiche auf die andere Seite. Auch hier ist es gut möglich, dass die eine Seite etwas besser geht als die andere. Völlig okay. Gut, wir kommen wieder in die Mitte. Und jetzt können wir mit dem linken Bein vorne durch. Das rechte können wir richtig ausstrecken. Wichtig hier, wir schauen, dass die Hüfte gerade bleibt. Also ich kippe nicht so ab, sondern wir sind gerade. Der Ferse ist jetzt hier nahe bei mir und wenn ihr mögt, könnt ihr mit dem Unterarm am Boden runterkommen. Das ist eine super Dehnung für euer Gesäß. Und die das relativ gut aushalten, können auch mit der Stirn am Boden runterkommen. Jetzt probiert die rechte Hüfte so ein bisschen in linke Ferse zu drücken. Also dass ihr da richtig die Dehnung spürt. Genau. Nach wie vor tief ein- und ausschnaufen. Gut, wir wechseln. Auch wieder abstützen. Nach hinten und das andere Bein führen. Ihr könnt zuerst wieder hier oben reinfühlen, wie es sich anfühlt. Bei mir zum Beispiel fühlt sich diese Seite jetzt viel mehr unter Spannung an. Also lange auch Führung, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Unterarm bleibt. Wenn ihr es aber aushaltet, könnt ihr auch hier wieder tief kommen. Aber man sieht es jetzt nur schon hier, vielleicht seht ihr das, da ist ein bisschen Abstand zu meinem Fersen. Das heisst, ich bin da nicht ganz so beweglich. Darum fühlt sich das auch ein bisschen verspannter an. Also kann man die Seite, die ihr euch verspannter fühlt, auch gerne mal ein bisschen länger noch behandeln. Tief ausschnaufen. Probiert jedes Mal, wenn ihr ausschnauft, dass ihr die Muskulatur wie so ein bisschen gehen lässt. Dass ihr wirklich eure Zeit nehmt, und die Muskeln so ein bisschen loslassen. Gut, wir kommen wieder durch. Und wir kommen in eine sitzende Position. Ihr könnt Fußsohle aneinander nehmen. Ziehen die her, schauen, dass ihr die Schultern da richtig runterziehen und die Schulterblätter nach hinten. Und jetzt drücken wir die Knie wie so ein bisschen von euch weg. Also sie sind nicht da oben, sondern richtig probieren da ein bisschen entgegendrücken. Und ihr habt ganz einen geraden Rücken. Also ihr hockt nicht so da, sondern richtig das Brustbein drauf. Genau. Auch hier wieder tief ein- und ausschnaufen.
Ihr dürft bequem ansitzen. Und wir kommen jetzt noch zum Nacken. Ihr nehmt vorne das Knie durch ab. Hinten dürft ihr die Hände leicht ansetzen, aber dünn nicht reissen. Ganz, ganz wichtig. He? Ihr sitzt völlig gerade, also nicht so etwas. He? Gut, also macht uns bereit und wir kommen leicht vorne runter. Wir können uns so am oberen Hinterkopf abstützen. Tief schnaufen. Der Rücken bleibt gerade. Wir können das Knie mal leicht nach rechts abdrehen. Probiert fein zu arbeiten. Und auf die andere Seite. Und langsam lösen. Gut, für die nächste und letzte, liegt ihr her, streckt euch strecken und probiert euch vorzustellen, als würde ihr über an den Händen reissen und über an den Füßen. Also so richtig auseinanderziehen, das Bauchdecken sich richtig spannt und gehen. Ausschnaufen und nochmal richtig ziehen. Und gehen. Genau, die letzte. Gut. So, meine Lieben, das war es von meinem Mobility Time. Ich hoffe fest, es hat euch gefallen. Ihr könnt ein bisschen etwas daraus rausnehmen. Es gibt euch einen schönen Start im Tag oder einen schönen Abschluss vom Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!